Ich begrüße Sie zum ersten Forum Manager des Jahres 2013 und wir haben Ihnen einen Manager zum Anfassen mitgebracht. Sie werden es gleich sehen, aber vorher möchte ich Ihnen sagen, wo wir heute hier sind. Wir sind vor Studenten in Berlin der ESCP Europe. Das ist eine kleine, aber feine Business-Universität in Berlin und ich sage das deswegen so ausführlich, weil es zwei Besonderheiten zu berichten gibt. Erstens ist das die Tochter der ältesten Handelshochschule der Welt, die vor 200 Jahren in Paris gegründet worden ist. Und auch der deutsche Campus feiert jetzt schon 40 Jahre Bestehen. Also an die Studenten herzlichen Glückwunsch sozusagen für Ihre Institution. Nina Ruge von Phoenix, die das mit mir zusammen hier heute bestreitet. Berlin ist ja sowieso eine Stadt mit vielen guten Universitäten, also Universitäten können die Berliner. Flughäfen weniger, Bahnhöfe klären wir jetzt. Das saß. Und das ist übrigens Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung, der immer dabei ist. Und das ist unser Gast. Er ist der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Staatskonzerns, Deutsche Bahn AG, seit Mai 2009, Dr. Rüdiger Grube. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und jetzt haben Sie, wie alle unsere Gäste, die wunderbare Aufgabe, Ihr Unternehmen in 30 Sekunden vorzustellen. Das mache ich sehr gern. Wir sind 300.000 Mitarbeiter. Bei uns sind die Mitarbeiter das A und O. Wir arbeiten in 130 Ländern, davon 195.000 in Deutschland. Wir haben eine hervorragende Marktposition. Wir sind die Nummer 1 im Personenverkehr in Europa. Wir sind die Nummer 1 im Schienengüterverkehr. Wir haben ein europäisches Netz aufgebaut. Wir sind Nummer 2, das weltweit erfolgreichste Luftfrachtunternehmen. Wir sind weltweit die Nummer 3 in der Seefracht und weltweit Nummer 5 in der Kontaktlogistik. Insgesamt auf der Basis von 2011 haben wir 38,6 Milliarden Euro gemacht und einen Gewinn von 2,3 Milliarden, die wir natürlich in 2012 nochmal toppen werden. Zahlen über Zahlen. Passt natürlich zu dem, was Gerhard Schröder über Ihren Job gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, das ist der zweitverrückteste Job nach Kanzler. Würden Sie dem zustimmen? Das ist schwer zu beurteilen, weil ich den ersten von ihm nie gemacht habe. Deshalb ist das sicherlich schwierig. Außerdem neige ich nicht dazu, über meine eigene Person zu reden. Ich kann nur eins sagen, der Job macht mir viel Spaß. Viel mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Aber ich muss auch sagen, ich bin außerordentlich naiv in diese Aufgabe gekommen. Ich habe tolle Autos bauen dürfen in meinem Leben. Ich habe dafür gesorgt, dass Flugzeuge fliegen. Ich habe Raketen und Satelliten in den Himmel geschickt. Alles hat funktioniert, aber ich muss sagen, ich habe mich total wiedergefunden an der Situation, dass ich das Geschäft der Eisenbahnen völlig unterschätzt habe. Ich habe gedacht, das macht man ganz schnell, ganz einfach. Und ich muss sagen, ich habe die Komplexität des Zusammenwirkens von Rad und Schiene und der ganzen Systeme in Deutschland, ein 34.000 Kilometer Mischsystem, wo ein schneller ICE, ein langsamer Regionalexpress, eine S-Bahn, ein Schienengüterverkehr, 370 Wettbewerber, das alles zu managen, neben den anderen Aufgaben, die ich Ihnen eben geläutet habe, das muss ich ganz offen sagen, habe ich unterschätzt. Wissen Vielleicht Sie, auch ganz gut, sonst wäre ich vielleicht nicht gekommen. Wissen Sie, warum ich glaube, dass es wirklich ein verrückter Job ist? Weil er erstens so kompliziert ist, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, weil Sie zweitens 80 Millionen Deutsche haben, das so ähnlich wie beim Fußball, die alle besser wissen, wie das mit der Bahn funktioniert, als Sie das wissen können. Und dann haben Sie noch lauter Politiker, die bei Ihnen in den Gremien sitzen, weil Sie ja ein Staatsunternehmen sind und die Ihnen auch noch sagen, was Sie zu machen haben. Das ist eigentlich gar nicht zu managen. Herr Weise, das sehe ich etwas anders. Man kann sich natürlich hinstellen und sich selbst darüber ärgern, dass wir annähernd 80 Millionen Menschen in Deutschland haben, die meinen, mir jeden Tag sagen zu müssen, wie man den Job macht. Ich habe nach 3 Tagen, nachdem ich 3 Tage Erfahrung gesammelt habe, gesagt, du kannst dich jetzt die nächsten Jahre nur ärgern oder du siehst das positiv, dass die Menschen dir Briefe schreiben, die Menschen dich anrufen, die Menschen mit dir reden wollen, Menschen mir Ratschläge geben wollen. Und ich muss sagen, ich sehe das heute mit einer ganz anderen Einstellung. Ich freue mich, dass wir offensichtlich ein so großes Interesse haben, dass sich so viele Menschen bei uns melden und sagen, was man alles besser machen kann. Und ich mache auch keinen Hehl daraus. Wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben noch viele Hausaufgaben zu machen. Ich bin sehr froh, dass die Führungskräfte und unsere Mitarbeiter den neuen Weg aktiv mitgehen, dass wir gemeinsam eine neue Strategie erarbeitet haben. Und wir wissen heute, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Da haben noch einige
an Hausaufgaben vor uns. Ja, die eine Hälfte deiner Frage hat er nicht beantwortet, ne? Nämlich nach dem Einfluss der Politik. Im Grundgesetz steht Artikel 87, Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen geführt. Ja. Das wollen Sie ja auch erklärtermaßen. Ja. Und die Politik ist nicht unbedingt immer in erster Linie daran ausgerichtet. Nein. Und Sie müssen sich natürlich von denen die Unternehmensleitlinien über den Aufsichtsrat auch ein bisschen vorgeben lassen. Nein, Frau Ruge, also dass man einen Aufsichtsrat hat, ist ja ein ganz normales Governance-Verhalten. Da habe ich auch meine Erfahrung. Ich war ja lange Chairman der europäischen Luft- und Raumfahrtunternehmen ERDS und von daher bin ich nicht ganz ungeübt damit, wie man mit unterschiedlichen Interessen auch in unterschiedlichen Nationen umgeht. Und als ich Vorstand bei Daimler war, muss ich auch sagen, da sitzen ja auch unterschiedliche Interessen am Tisch. Ich glaube, da macht man sich in der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild. Ich muss sagen, ich habe noch nicht bisher erlebt, dass ein Minister oder eine Bundeskanzlerin versucht, in unser Tagesgeschäft hineinzuregieren. Ich führe heute mit meinen Kollegen und den Führungskräften das Unternehmen, wie ich als Mitglied von Daimler das Unternehmen mitgeführt habe oder bei ERDS. Da ist kein Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass wir in unseren Aufsichtsgremien, im Aufsichtsrat, zum Beispiel drei Staatssekretäre sitzen haben und einen Vertreter des Verkehrsausschusses. Aber ich muss sagen, die verhalten sich genauso wie jedes ganz normale Aufsichtsratsmitglied. Und ich darf vielleicht gleich mal eine kleine nette Geschichte erzählen. Als ich zur Bahn kam, und dann, das war am 1. Mai, Sie haben es vorhin erwähnt, und ich dann im September mit der Frage konfrontiert wurde, sollen die Preise erhöht werden? Und das fiel genau an ein Wochenende, als die Bundestagswahl war. Und dann hat man mir erzählt, sei vorsichtig, das ist ein Wochenende, das ist ganz gefährlich. Man kann mit so einer Preiserhöhung durchaus auch Meinungen beeinflussen in Deutschland. Und dann habe ich im Bundeskanzleramt angerufen, habe auch mit Frau Merkel gesprochen und habe gesagt, also ich möchte auf keinen Fall für irgendein Ergebnis, wie es auch immer ausfällt, verantwortlich gemacht werden. Und das fand ich ganz klasse, wie sie reagiert hat. Sie hat zu mir gesagt, Herr Grube, kommen Sie nie wieder zu mir. Sie sind mit Ihrem Team eingesetzt als Vorstand. Sie sind verantwortlich für das Unternehmen, für die Entscheidung. Und Sie machen bitte Ihre Entscheidung unabhängig von politischen Ereignissen. Und wenn heute jemand zu mir kommt und will mir irgendetwas vielleicht, dass ich etwas anders entscheiden soll. Dann sage ich, können Sie mal 2 Minuten zuhören. Ich erzähle Ihnen mal eine kleine Geschichte. Die Geschichte muss ich nicht zu Ende erzählen. Jeder begreift sofort, was ich will. Und Sie haben eben den Artikel 87e zitiert, wo er drin steht, die Bahn ist seit der Bahnreform 1994 ein Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form zu führen. Damit wird alles gesagt. Ich darf es als Vorstandsvorsitzender gar nicht zulassen. Ich bin dem Aktiengesetz ausgesetzt und habe das Unternehmen genauso zu führen wie jedes andere Unternehmen. Und das mache ich auch und sehr konsequent mit meinen Kollegen. Naja, es ist natürlich schon ein besonderes Unternehmen. Es ist nicht nur so, dass Sie zufällig auch den Staat als Aktionär haben und der guckt halt ein bisschen drauf, ob da ordentlich Gewinn am Ende rauskommt. Sie haben ja vorhin gesagt, ein bisschen was ist da schon. Sondern es geht natürlich auch darum, der Staat will ja diese Hauptverkehrsmöglichkeit in Deutschland schon auch in seinem Sinne steuern. Sie können die Preise nicht einfach so erhöhen, wie Sie wollen. Und Sie können auch viele andere Dinge nicht einfach so machen. Sie sind schon stärker als Ihre früheren Unternehmen, bei denen Sie waren, von der Politik abhängig. Das ist sicherlich richtig, insbesondere wenn man den Infrastrukturteil mit dazu rechnet. Aber ich glaube, heute kann sich das kein Unternehmer mehr leisten, einfach völlig losgelöst vom Markt und von Produkten und von Wettbewerbern Preise zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn wir Preiserhöhungen diskutieren, redet bei uns die Politik überhaupt nicht mit. Überhaupt nicht. Und ich muss sagen, großes Vorbild, großes Kompliment an die deutsche Politik. Da lässt man uns wirklich allein. Vielleicht liegt es aber auch darin, und da möchte ich mich auch mal bedanken bei allen Mitarbeitern und Führungskräften, dass wir kontinuierlich besser geworden. Wir haben jedes Jahr das erreicht, was wir angekündigt haben. Und wenn man mal bedenkt, 1994 hat die deutsche Bahnreform stattgefunden. Ich bin ein bisschen befreundet mit Helmut Schmidt. Und Helmut Schmidt hat mal zu mir gesagt, Herr Grube, erinnern Sie sich immer dann, als er Bundeskanzler war, hat er 1981 gesagt, Deutschland kann sich nicht zwei Pleitegeier leisten, nämlich die deutsche Bundeswehr und die deutsche Bundesbahn. Dann hat das noch mal ein paar Jahre gedauert, bis 1994, dass Helmut Kohl die Bahnreform durchgeführt hat und hat das Grundgesetz geändert. Jetzt muss man wissen, 1994 hat die deutsche Bundesbahn, hieß sie damals noch, 26,8 Milliarden Personalkosten gehabt, aber nur 16 Milliarden Euro, ich habe es mal in Euro jetzt ausgedrückt, 16 Milliarden Euro Umsatz. Sie wissen, dieses Unternehmen ist illiquide gewesen. Wir haben gleichzeitig 60 Milliarden D-Mark oder 30 Milliarden Euro Schulden gehabt. Wir waren Monopolist, wir hatten in Deutschland keine Wettbewerber. Wir haben jedes Jahr wirklich
rote Zahlen, tief rote Zahlen geschrieben. 18 Jahre später sind das erfolgreichste Unternehmen in Europa. Kein Unternehmen mit Eisenbahnaktivitäten steht so positiv da wie die Deutsche Bahn. Wir werden in diesem Jahr knappe 40 Milliarden Umsatz machen, also in 2012. Und über das Ergebnis möchte ich noch nicht reden. Dafür sind Bilanzpressekonferenzen da, die übrigens am 20. März stattfindet. Aber wenn Sie schon über Gewinn sprechen. Ich frage mich, wie Sie überhaupt Gewinne ausweisen können. Vielleicht ist das auch eine nicht richtig durchdachte Frage. Das muss ich selbstkritisch sagen. Sie bekommen ja aber Milliarden vom Staat an Subventionen. Sie bekommen 7 Milliarden. Entschuldigung, Frau Lüge, das ist ein Zeichen dafür, dass Sie sich auch mit unserem Geschäft bisher nicht beschäftigt haben. Oh, Sie haben mich sehr intensiv beschäftigt. Wir werden für das bezahlt, wofür wir leisten. An Subventionen findet überhaupt nicht statt. Also was sind die 7 Milliarden für den Regionalverkehr? Nein, was sind die 4,6 Milliarden für die Schiene? Entschuldigung, also erstmal muss man zwei Geschäftssysteme unterscheiden. Einmal haben wir den deutschen Fernverkehr, den machen wir völlig eigenwirtschaftlich. Der Regionalverkehr, also alles, was rot ist, wird in Wettbewerb ausgeschrieben. Da kann sich jeder international, was ja auch ist, wir haben 370 Wettbewerber in Deutschland, kann sich dort bewerben. Dort bewerben wir uns und wenn wir einen Verkehrsvertrag gewinnen, dann bekommen wir da, was völlig normal ist, Geld. Wir müssen neue Züge kaufen, wir müssen Mitarbeiter betreiben. Vom Land jeweils. Nein, von dem Verkehrsverbund. Die Kommunen haben Verkehrsverbünde, davon gibt es in Deutschland 36, die beauftragen dann den, der den gewonnen hat, den Vertrag, und dann werden wir für unsere Leistung bezahlt. Die Kommunen bekommen teilweise Geld über Regionalisierungsmittel etc. und finanzieren damit den beauftragten Verkehr. Das hat mit Subventionen überhaupt nichts zu tun. Und wenn Sie die Infrastruktur anschauen, für die Infrastruktur werden wir wie ein Bauunternehmer oder ein Planungsbüro beauftragt für die Bundesregierung, die nach dem Grundgesetz für die Infrastruktur in Deutschland zuständig ist, werden wir beauftragt mit der Planung und mit der Bauleitung. Und dass wir das nicht zum Nulltarif machen können, ist auch ein völlig normales Verständnis. Kein Bauunternehmer oder Planer würde heute kostenlos arbeiten. Also Sie bekommen wie viel jetzt im letzten Jahr 2012 vom Bund für die Schiene? Und zwar, wir bekommen für Ersatzinvestitionen 2,5 Milliarden und wir geben 500 Millionen zusätzlich aus unseren Eigenmitteln, das sind 3 Milliarden. Zusätzlich für die Instandhaltung müssen wir per Gesetz 1 Milliarde selbst finanzieren. Wir finanzieren aber 1,4 Milliarden. Wir investieren mehr, als wir eigentlich müssen. Das ist für das Bestandsnetz, für die 34.000 Kilometer bestehendes Netz. Dann darüber hinaus gibt es Neu- und Ausbauten. Das sind sogenannte Bedarfsplanprojekte. Dort gibt der Bund im Jahr 1,2 Milliarden und wir zahlen nochmal 200 bis 400 Millionen jedes Jahr dazu. Das heißt, wir investieren heute jedes Jahr über 1 Milliarde an Eigenmitteln bereits in die Infrastruktur in Deutschland. Auch das ist etwas ganz Besonderes. Um das zu verstehen, und das ist etwas, worüber wir uns auch vorher unterhalten haben. Der Bund gibt dann so um die 4 Milliarden dazu, aber die Gewinne aus dem Schienennetz, die gehen nur an Ihre Holding. Nein, die gehen nicht an die Holding, die gehen zunächst an die DB Netz AG. Das sind sozusagen Entgelte, die wir entgegennehmen, wo wir unsere Mitarbeiter, zum Beispiel das Netz muss ja betrieben werden, es muss instand gehalten werden und das finanzieren wir mit den Trassenentgelten. Denn wenn Sie heute einen Kilometer mit einem Zug auf der Schiene zahlen, das ist wie ein Lastwagen auf der Autobahn, der eine Mautgebühr bezahlen muss, so muss auch ein Zug, wenn er die deutsche Schiene benutzt, muss er eine Trassengebühr, ein Entgelt bezahlen. Und dieses Entgelt bekommt die DB Netz AG, das ist eine Tochter von uns. Und daraus machen wir zum Beispiel, in der Netz AG sind 42.000 Mitarbeiter, die müssen ihre Löhne bekommen. Wir müssen bestimmte Instandhaltung selbst finanzieren. Das wird davon finanziert. Hat mit Subventionen überhaupt nichts zu tun. Lassen wir es dabei bewenden an dem Punkt, glaube ich, oder? Möchtest du nochmal nachfragen? Nein? Ich habe den Eindruck, ich habe Frau Lüge zumindest überzeugt. Sie haben die Gleichung noch nicht ganz mir erklären können. 4 Milliarden kommen vom Bund und die ganzen Gewinne gehen an DB Netz. Aber so ist es nun mal. Aber Frau Lüge, Sie können ja nicht nur die Gewinne, Sie müssen ja auch die Ausgaben sehen. Wir investieren jedes Jahr im Konzern, kaufen wir ein allein für 23 Milliarden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir haben zurzeit... Kein anderes Unternehmen bekommt 4 Milliarden vom Bund. Das war eigentlich nur... Jedes Unternehmen bekommt das Geld vom Kunden. Und unser Kunde ist in dem Fall der Vaterstaat. Es ist doch völlig... Es ist doch ein ganz normaler... Für eine Leistung werden wir bezahlt. Das ist ein ganz normales Prozess. Es ist schwer, möglicherweise diesen Zusammenhang zu verstehen, aber ich hoffe, ich gebe mir so viel Mühe, dass es am Ende der Veranstaltung auch jeder verstanden hat. Wir lassen den jetzt an der Stelle mal so stehen, weil er kann bestimmt auch noch eine Viertelstunde weiterreden. Ja, und da noch müssen mit vielen Zahlen aufwarten. Genau. Wir werden jetzt mal ganz handgreiflich. Wir reden jetzt mal über die Dinge, die Ihnen ja auch ein bisschen Sorgen machen. Fangen wir mal mit den Zügen an, das ist vielleicht das Einfachste. Sie haben ja vor dem Winter Schlagzeilen
geschrieben, eigentlich nicht Sie, aber Sie haben sozusagen mit Ihrem Unternehmen zu tun. Sie haben ICEs bestellt gehabt für den Winter, die waren eigentlich auch wichtig. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass es ein milder Winter war. Wenn er hart geworden wäre, hätte es eng werden können vielleicht. Und Sie haben die Züge nicht bekommen von Siemens. Riesenthema eigentlich. Wie ist das so, wenn man sich darauf verlässt, wenn man immer wieder nachfragt, wenn man von dem Kollegen, Spitzenmanager, Löscher von Siemens gesagt kriegt, das kommt schon alles, das klappt, wir sind ein Technologiekonzern, wir haben das im Griff und dann kurz vor Weihnachten sagen die, wir liefern doch nicht. Also wir haben ein grundsätzliches Thema, unsere Achillesferse ist, wir haben zu wenig Züge. Zum Beispiel, wir haben heute 253 ICE-Züge, davon sind mindestens immer 17 in der Werkstatt, in der Wartung. Dann haben wir einige Fahrzeuge, die sind beschädigt, zum Beispiel Müllfahrzeug gegengefahren oder Bahnübergang, hat das auf dem Bahnübergang gestanden etc., sodass wir heute 229 von den 253 ICEs haben. In der Regel betreibt man so eine Flotte mit 10% Puffer. Das heißt, bei 253 hat man ungefähr 26 Fahrzeuge immer im Rücken, wenn irgendwo etwas ist, dass man immer sofort dann Ersatzfahrzeuge hat. Diese Ersatzfahrzeuge haben wir nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir haben im Juli 2008, also vor meiner Zeit, gab es einen Achsenbruch in Köln. Normalerweise gehen wir mit einem ICE alle 240.000 Kilometer in die Wartung, um Ultraschall, Rissüberprüfung etc. zu machen. Das in Deutschland dafür zuständige Eisenbahnbundesamt hat uns dann verpflichtet, weil man festgestellt hat, die Achsen sind aus einem falschen Werkstoff gefertigt und man hat falsche Achslasten angenommen, haben wir die Verpflichtung, alle 20.000 Kilometer in die Werkstatt zu gehen. Das heißt, 12-mal häufiger gehen wir in die Werkstatt. Und das entzieht uns natürlich nochmals Fahrzeuge. Ja? Bis heute haben wir noch nicht die Genehmigung, obwohl Siemens alle Berechnungen, alle Nachweise gebracht hat, haben wir vom Eisenbahnbundesamt noch nicht die Genehmigung, die Achsen, die alle fertig sind, die Radachsen, umzubauen. Das heißt, wir haben immer noch diesen Engpass. Zweiter Engpass ist, wir bauen ja und wachsen ja glücklicherweise, wir haben allein in diesem ersten Halbjahr 2012, ich bin noch in 2012, im ersten Halbjahr allein in Deutschland 40 Millionen zusätzliche Fahrgäste gehabt. Ein riesiger Erfolg. Problem ist nur, die Züge werden immer voller. Und die Züge, die wir bestellt haben, nämlich 16 Hochgeschwindigkeitszüge, die modernsten Züge der Welt, sind zurzeit nicht verfügbar, weil der Lieferant nicht liefern kann. Warum kann er nicht liefern? Da sind es Punkte, die hat der Hersteller nicht zu verantworten, aber auch Punkte, die er zu verantworten hat. Ich will mich mal mit den Punkten beschäftigen, wo eher die Verantwortung nicht beim Hersteller liegt. Das ist wieder die Zulassung von Zügen in Deutschland. In Deutschland, und ich kann da sehr gut drüber reden, weil ich den Prozess aus der Luftfahrtindustrie sehr kenne. Ich sage mal, wenn die Luftfahrt, die EASA, die Europäische Luftfahrtbehörde, so organisiert wäre wie das Eisenbahnbundesamt, würde heute kein Flugzeug mehr zugelassen werden. Warum? Weil man heute beim Eisenbahnbundesamt alles nochmal nachprüft, alles nochmal nachrechnet. Die einzelnen Mitarbeiter sind für alles verantwortlich, sie haften persönlich, sind Beamten. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, das Eisenbahnbundesamt, gemeinsam muss man sich an den Tisch setzen, gemeinsam muss man über die Prozesse nachdenken und über das Prozedere, wie Züge in Deutschland zugelassen werden. Heute, wenn Sie einen neuen Zug zulassen wollen, dauert das 48 Monate. Das ist heute auch keinem Hersteller mehr zuzumuten. Und Sie sehen, aus dieser ganzen Gemengelage haben wir natürlich eine Situation, und das macht mich so ärgerlich, dass sich unsere Mitarbeiter mit den täglich 7,5 Millionen Menschen, Sie müssen wissen, wir transportieren an einem Tag so viele Menschen, wie zum Beispiel die größte Fluggesellschaft in Deutschland im ganzen Jahr in Deutschland macht. Das machen wir an einem Tag. Und Sie können sich vorstellen, dass viele unserer Mitarbeiter werden konfrontiert mit diesem Schwachpunkt und die Kunden zu Recht, der Kunde hat eine Fahrkarte gekauft, der will seine Leistung haben, macht seinen Ärger natürlich Luft bei unseren Mitarbeitern. Und das ist das, was mich so ärgert, dass unsere Mitarbeiter, die einen super Job machen, da bin ich, das ist mein ganzer Stolz, wirklich unsere Mitarbeiter, dass unsere Mitarbeiter tagtäglich sich diesen Ärger anhören müssen. Und das geht nicht. Und deshalb müssen wir uns dringend an einen Tisch setzen. Ich will auch hier keinem den schwarzen Peter zuschieben. Wir müssen alle da viel besser zusammenarbeiten. Und da gibt es genügend andere Industrien, ob das die Automobilindustrie ist, ob das die Luftfahrtindustrie ist, da können wir alle viel von lernen. Und da glaube ich, das ist der Mühe wert, da sollten wir unsere Arbeit fokussieren. Jetzt haben wir natürlich niemanden vom Eisenbahnbundesamt hier, deswegen übernehme ich mal ein bisschen die Rolle. Sie haben es so ein bisschen in die Richtung Beamten und die gehen halt da ihrem Job nach, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, geschoben. Sagen. Es ist natürlich eine Sicherheitsproblematik. Ja? Der Deutsche erwartet, dass wenn irgendwas sicher ist in diesem Land, dann die Züge. Und es hat natürlich den einen oder anderen Unfall gegeben, zum Teil auch sehr tragische Unfälle. Und deswegen ist natürlich der Wunsch eines Kontrolleurs, das auszuschließen, ist ja verständlich. Aber also erstens
Sicherheit ist für uns das oberste Gut. Zweitens, das Verkehrsmittel Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmittel auf der ganzen Welt. Drittens, was man keinem Hersteller heute mehr zumuten darf, dass wenn man mit der Entwicklung eines Produktes begonnen hat, dass im Prozess, wenn es nicht sicherheitsrelevant ist, pausenlos Normen und Regeln und Gesetze verändert werden. Da muss ich sagen, habe ich viel Verständnis für die Hersteller, die einfach nicht fertig werden. Denn die Entwicklung eines Zuges dauert nun mal eben 4 bis 5 Jahre. Und wenn sich auf dem Weg der Entwicklung und des Bauens von Produkten die Regeln immer wieder ändern, was übrigens in der Luftfahrt nicht der Fall ist, nur wenn man sicherheitsrelevante Aspekte feststellt, dann ist aber eine Selbstverständlichkeit, keiner will unsichere Produkte. Aber das muss geändert werden. Und das ist in der Luftfahrt geändert worden. Das ist aber nicht geändert worden in dem Eisenbahngeschäft. Und da müssen wir dringend ansetzen. Das ist einer dieser Punkte. Und nochmals, ich habe überhaupt gar kein Interesse, hier Fingerpointing zu machen oder Schuldzuweisung zu machen. Ich ermahne ja nur alle Verantwortlichen, sich möglichst schnell an einen Tisch zu setzen, weil wir sonst zunehmend in Deutschland in eine Situation hineinkommen, dass wir bei den Herstellern keinen Wettbewerb mehr haben. Denn welcher Hersteller... Ich bin ja in Japan unterwegs gewesen, auf der ganzen Welt und habe auch mal so ein bisschen getestet, ob dann die anderen Hersteller nach Deutschland kommen würden. Nach Deutschland würde keiner kommen, weil sie dieser Situation sich nicht aussetzen wollen. Sie gehen nach USA, sie gehen nach England, überall. Nächstes Thema, die europäische Moment, darf ich kurz fragen? Der Verantwortliche ist doch Peter Ramsauer, unser Verkehrsminister. Naja, und sie haben ja das sehr Eisenbahn-Bundesamt ist dem Bundesverkehrsminister zugewiesen, ja. Aber der Bundesverkehrsminister handelt richtig, wenn er sagt, das ist eine eigenständige, unabhängige Behörde, auch wenn sie disziplinarisch bei ihm hängen. Aber ich glaube, Peter Ramsauer als Bundesverkehrsminister handelt richtig, indem er nicht dort Vorgaben macht. Aber, wie aber kann er kann denn einen was Prozess ändern? Initiieren und das macht er ja auch. Ich muss sagen, Peter Ramsauer hat sich ja in den letzten Monaten persönlich sehr engagiert, ob das die Züge im Regionalverkehr waren oder ob das die Züge im Hochgeschwindigkeitsbereich waren. Also Peter Ramsauer engagiert sich da sehr. Das muss ich wirklich so positiv anmerken. Aber den runden Tisch, den Sie gerade gefordert haben im Gespräch, dass Sie sagen, wir müssen uns an einen Tisch setzen, wir müssen die Regeln für das Eisenbahnbundesamt ändern, das hat noch nicht stattgefunden. Herr Weise, vielleicht darf ich Ihnen jetzt etwas sagen, was in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist. Das wäre schön. Ich habe mir natürlich in den letzten Monaten, seitdem ich verantwortlich bin und einfach mit dieser Situation konfrontiert werde, immer wieder die Frage gestellt, hast du sowas in anderen Industrien schon mal erlebt? Antwort, nein. Ja, dann die zweite Frage, was kann man denn aus der Automobilindustrie und aus der Luftfahrtindustrie, also zwei Bereiche, die ich sehr gut kenne, sozusagen als Benchmark für die Eisenbahn zugänglich machen? Und da habe ich mich hingesetzt mit einem Team und habe eine Ausarbeitung gemacht. Die habe ich dann am 12. Dezember vor einem Fachkreis hier in Berlin vorgestellt. Und da ist die Idee geboren worden, dass es Ende Januar einen runden Tisch geben wird, den Sie gerade zitieren, wo alle Top-Leute an diesem Tisch teilnehmen. Der ist initiiert worden von Minister Ramsauer, wo wir uns Gedanken machen wollen, wie wir künftig die Prozesse für die Entwicklung, den Bau und die Zulassung von Zügen in Deutschland verbessern können. Da kommt noch ein zweites Thema hinzu. Heute Reise- und Logistikketten enden ja nicht mehr an der nationalen Grenze. Wir fahren heute nach Paris, wir fahren heute nach Marseille, alles sehr erfolgreich. Aber wenn Sie heute einen Zug in Deutschland zugelassen haben, ist er nicht in Frankreich zugelassen. Obwohl die Europäische Gemeinschaft dazu vor Jahren schon ein Gesetz verabschiedet hat. Aber da kommt auch wieder eine Schwäche der EU, dass Gesetze verabschiedet werden, aber in der Umsetzung, sag mal, wenig Schwerpunkt gesetzt werden. Und da sagen wir, auch das ist ein Punkt, wo ich meine, muss man den Herstellern entgegenkommen. Es kann doch nicht sein, dass ein Zug, der hier in Deutschland zugelassen ist, in Frankreich nicht zugelassen ist. Da müssen wir auch dran arbeiten. Und ich sage immer, das Eisenbahngeschäft ist mittlerweile kein deutsches Geschäft mehr, es ist ein europäisches Geschäft. Wir müssen die europäischen Zulassungsbehörden dort auch entsprechend breit aufstellen, um heute einen Zug, den ich in Deutschland fahren kann, auch künftig in Frankreich oder umgedreht oder in Italien. Wir fahren heute nach Italien, Warschau jeden Tag. Es gibt Züge, die nach Moskau fahren, nach Stockholm, überall. Wir wollen nach London, Sie kennen das Thema. Aber wir haben heute, wenn wir nach London fahren, um dieses Beispiel mal zu nennen, 5 unterschiedliche Elektrosysteme. Ein deutsches, ein belgisches, ein holländisches, ein französisches und ein englisches. 5 unterschiedliche Systeme. So, und da müssen wir dringend anarbeiten. Und ich sage, in dieser Ecke bin ich sehr kritisch. Das Eisenbahngeschäft in Europa ist wirklich gleich dem Geschäft noch vor der Steinzeit. Da müssen wir ran. Da müssen wir Stuttgart 21 ansprechen. Ja, unbedingt. Ne? Ja, gerne. Brauchen wir ganz dringend. Wäre traurig, wenn Sie das Thema nicht adressieren. Ja, wo wir ihn mal ein bisschen kriegen, hoffentlich. Richtig mal grillen können. Richtig kriegen können, ja.
Ich meine, über Stuttgart 21 ist viel gesprochen worden. Wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte aufbereiten. Sie haben ja auch sozusagen erst in der Spätphase sind Sie dazugekommen, dieses Projektes. Aber dann ist ja alles gut gegangen. Es ist die Landesregierung gewechselt in Baden-Württemberg. Es sind die Grünen dran. Es gab die Volksabstimmung. Es wird jetzt alles gebaut. Und jetzt schreiben Sie Schlagzeilen, weil es viel teurer wird, als von Ihnen selbst, von Ihren Leuten vor wenigen Monaten noch projiziert. Also haben die Gegner doch recht gehabt, dass das Ganze aus dem Arm läuft. Aber Herr Beiser, es ist immer schön, wenn man auf der Zuschauerbank sitzt und keine eigene Verantwortung hat. Ich bin froh, dass ich nicht an Ihrer Stelle bin. Aber nein, aber wissen Sie, ich habe gelernt, vor Verantwortung läuft man nicht weg, ganz im Gegenteil. Aber ich habe auch eins gelernt, und insbesondere bei der Deutschen Bahn und insbesondere bei Infrastrukturprojekten. Mit Infrastrukturprojekten kann man heute keinen Blumentopf gewinnen. Aber man kann einen Blumentopf damit gewinnen, wie man es managt. Nämlich glaubwürdig, offen, transparent und die Wahrheit sagen. Und zwar nicht erst im 10. Jahr, wie es jetzt hier in Berlin gelaufen ist, sondern einer Phase wie jetzt, wo man noch sozusagen in der Ausführungsplanung ist. Denn wir haben ja mit dem Projekt gerade mal begonnen. Und ich sag mal, wir reden ja über die Dinge, die ich jetzt der Öffentlichkeit mit meinem Kollegen Volker Käfer bekannt gegeben habe, ja über Prognosewerte in 10 Jahren. Nur, ich hätte ja genauso gut auch sagen können, ich behalte das mal alles für mich. Und im 10. Jahr, dann bin ich ohnehin nicht mehr verantwortlich, dann lasse ich das mal meinen Nachfolgern. Nein, das ist nicht der Stil, wie ich will. Sie hätten vor 2 Jahren andere Zahlen nennen sollen. Nein, ja, pass auf, da muss man jetzt doch ein bisschen reingehen. Ich bin am 1. Mai 2009 gekommen. 4 Wochen vorher, am 2.4. hat man den Finanzierungsvertrag unterzeichnet. Da sage ich mal, das ist ein bisschen Kritik, auch von meiner Seite, denn man hat zu dem Zeitpunkt gewusst, dass ich komme. Und man unterzeichnet nicht so einen Vertrag, wenn man weiß, neue Vorstandsvorsitzende kommen. Das fand ich nicht ganz in Ordnung. Aber lassen Sie das mal dahingestellt sein. Was ich dann gemacht habe in der ersten Woche, habe ich mir mal die großen Infrastrukturprojekte zeigen lassen, unter anderem auch Stuttgart 21. Und dann ist mir aufgefallen, dass in diesem Finanzierungsvertrag drin stand eine Summe von 3,076 Milliarden, aber darunter stand dick und breit Planungs- und Kostenstand 2004. Was würden Sie, jedes Kind wird sofort sagen, wieso unterzeichnen Sie in 2009 einen Vertrag auf der Basis von Zahlen von 2004? Also meine nächste Frage war, wie kommt das und wie sind denn die Zahlen in 2009? Ja, das wissen wir nicht. Ich habe gesagt, bitte geht zurück und sagt mir die Kosten. Dann kommen Sie, dann hatte ich eine Aufsichtsratssitzung und dann sagt der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Werner Müller zu mir, am Ende der Aufsichtsratssitzung, Herr Gube, wie machen Sie denn bei Stuttgart 21 weiter? Und dann sage ich, ganz einfach, wir gucken uns das Projekt an, ich gucke mir die Kosten an. Und der damalige Kollege, der damals für die Infrastruktur zuständig war, ging dann sozusagen rein und sagte, ja, das ist das bestkalkulierteste Projekt, was die Deutsche Bahn hat. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, kann ja nur die Zahl rauskommen, die ich von Ihnen kenne. 14 Tage später kommen dann die Projektleute zu mir und sagen, Herr Gube, das kostet 5 Milliarden. Dann habe ich gesagt, na, das ist aber eine völlig andere Zahl als die 3,076 Milliarden. Dann habe ich gesagt, okay, wie macht man das in einem normalen Projekt? Das ist ja völlig üblich. Man sagt, wo hat man Optimierungspotenzial? Dann haben wir ein Optimierungspotenzial von 890 Millionen definiert und damit sind wir nicht bei 5 Milliarden, sondern bei 4,088 Milliarden gewesen. Einschließlich Puffer. So, das war die Zahl. Dann haben wir losgelegt, weil man hat eine Obergrenze definiert von 4,526 Milliarden, also waren wir da unter. Das sollte eigentlich die Reißleine sein. Das soll die Reißleine sein. So, jetzt haben wir losgelegt. Und das war aber in einer Phase, als wir in der Entwurfsplanung waren. Und wir haben unterstellt, diese 890 Millionen Optimierung, die sind nur zu holen, wenn die Landesregierung, die Stadtregierung, also die Stadt Stuttgart, mitmacht. Alle haben, Herr Schuster war der Oberbürgermeister, Herr Oettinger war der Ministerpräsident, alle haben sie uns erzählt, dass sie das Projekt unterstützen. Es gibt ja auch eine Planungs- und eine Verpflichtung der Partner mitzumachen bei der Ausführungspflicht. So, und darauf haben wir uns verlassen. Zwischenzeitlich hat sich die Welt auch verändert. Wir haben heute keinen Partner mehr, der das Projekt wirklich will. Die Landesregierung will das Projekt nicht, die Stadtregierung will es nicht. Dann haben wir zwischenzeitlich eine Schlichtung gehabt, die war nie vorgesehen. Wir haben einen Stresstest gehabt, der war nie vorgesehen. Wir haben eine Volksbefragung gehabt. Allein wenn Sie das mal zeitlich aufaddieren, was da zusätzlich an Zeit kommt, wir sind jetzt 3 Jahre nach Unterschrift und haben eigentlich noch nicht richtig wirklich in dem Stadium befunden, wo wir sagen, wo wir eigentlich in einem normalen Projekt sind. Und wenn ich Ihnen heute mal sage, bei den Planfeststellungsbescheiden oder bei den Planänderungsthemen, da brauchen wir das 4- bis 6-fache an Zeit, was wir in einem normalen Projekt brauchen. So, nun, was machen Sie, wenn das Projekt 3 Jahre in diesem Zustand ist? Dann geben Sie ganz normal als Vorstandsvorsitzender und als Vorstand die Devise aus, bitte guckt euch die Zahlen an. Wo stehen wir jetzt? Das haben wir gemacht. Wir haben im April einen Auftrag gegeben, ein sogenanntes 6-Punkte-Programm. Ich will nicht in die Details jetzt eingehen.
die Ergebnisse lagen im September vor. Ich habe die dann nochmal prüfen lassen von einem Wirtschaftsprüfer und habe dann wirklich, so wie sich das gehört, mit dieser Professionalität die Zahlen dann im Aufsichtsrat vorgestellt. Und das heißt, von diesen 890 Millionen, die wir als Optimum holen wollten, haben sich nur 470 realisieren lassen, weil in den anderen Themen bisher die Partner verweigert haben. Und da haben wir gesagt, pass mal auf, das müssen wir der Öffentlichkeit sagen. Denn Sie wissen, wie schwierig das heute ist, wenn Sie Dinge kennen und Sie verheimlichen sie. Und das ist genau das, was ich sage. Ich kann nur jedem empfehlen, bei Infrastrukturprojekten, wenn wir sie in der Öffentlichkeit mit einer Akzeptanz durchsetzen wollen, glaubwürdig, Offenheit und Transparenz. Wir haben nichts zu verstecken. Und ich empfehle sogar bei Planfeststellungsbescheiden, das nicht irgendwo in den Zeitungen auf der Seite 27 bekannt zu geben, sondern ich sage, die bekannteste Zeitung auf Seite 1 in den größten Buchstaben, dass Erörterungstermine für Planfeststellungsbescheide stattfinden. Weil wir sonst immer in dem Vorwurf stehen, dass wir etwas verschwiegen haben, dass wir die Bevölkerung nicht eingebunden haben. Und ich sage Ihnen eins, wie viel Zeit ich heute investiere, auch in anderen Projekten, wo ich persönlich mit an die Basis gehe, mit den Menschen rede, mit den Gegnern rede. Und das sind alles Menschen, die haben nichts gegen die Bahn. Ganz im Gegenteil, das sind häufig Menschen, die haben eine hohe Affinität zur Bahn, die wollen nur einbezogen werden. Und da müssen wir uns viel, viel mehr Mühe geben. Das ist total nachvollziehbar, was Sie eben erläutert haben. Jetzt sind wir aber bei Stuttgart 21 bei 6 Milliarden in etwa. Das ist 5,6. Ja noch mehr oder fast so viel, wie jetzt dieser ganze Großflughafen Berlin-Schönefeld kosten soll. Und kurze Antwort bitte. Wenn man sich das mal vergleicht, dieser riesige, komplexe Riesenflughafen und dann Stuttgart Bahnhof, Untergrund. Oh, Entschuldigung, der Bahnhof kostet nur... Mit den zuführenden Trassen. Das ist aber ein ganz großer Unterschied. Der Bahnhof kostet in sich weniger als 1 Milliarde. Ja. Aber jetzt kommen ja die ganzen Tunnel dazu. Darf ich trotzdem Ihre Meinung erfragen? Ja. Diese 6 Milliarden, sehen Sie die heute als gerechtfertigt an? Würden Sie so ein Projekt heute nochmal aufsetzen? Ja, und zwar... Ich persönlich sehe das so und will da auch kein Heuchler sein. Ich habe damals schon als Daimler-Vorstand gemeinsam mit der Industrie in Baden-Württemberg für dieses Projekt geworben. Deshalb stelle ich mich heute auch hier nicht hin und sage, ich bin gegen dieses Projekt. Es hat ökologisch riesige Vorteile. Es hat verkehrswirtschaftlich große Vorteile. Denn wenn Sie mal eine Luftperspektive, Sie gucken sich aus einem Luftbild Stuttgart an, dann ist ein Drittel ist weggenommen durch Bahn. Ja? Dann ist der Schlossgarten, der Rosengartenpark, sind getrennt. Und da sage ich einfach, man schenkt Stuttgart ein Drittel der Stadtfläche zurück. Heute ein Kopfbahnhof ist immer ein Bahnhof, der nicht mehr zeitgemäß ist. Einfach, weil Sie viel mehr Zeit brauchen fürs Reinfahren, fürs Rausfahren. Dann müssen Sie wissen, das ganze Gleisvorfeld ist über 15 Jahre nicht mehr restauriert worden. Da ist kein Geld investiert worden mehr. Wenn man diesen Bahnhof morgen nicht machen würde, müssten wir mindestens 1,3 Milliarden investieren, um überhaupt das Gleisvorfeld alles in Ordnung zu bringen. Und gucken sich den Stuttgarter Bahnhof an. Also das ist nun, weiß Gott, keine Visitenkarte mehr. Und hinzu kommt... Kurze Antwort, bitte. Ja, ganz kurze. Moderne Mobilität ist die Verknüpfung der Verkehrssysteme. Der Flughafen ist heute nicht angebunden. Mit dem neuen System wird der Flughafen erstmalig mit der Bahn angeschlossen. Wenn Sie heute von Ulm nach Stuttgart fahren, brauchen Sie 95 Minuten. In Zukunft machen Sie das in 27 Minuten. Wenn ich heute vom Hauptbahnhof zum Flughafen fahre, fahre ich 27 Minuten. In Zukunft fahre ich 8 Minuten. Also ich kann Ihnen so viel Vorteile nennen. Außerdem vergessen Sie nicht eins. Die Politik hat 1992 einen Staatsvertrag unterzeichnet mit Frankreich und mit Österreich, nämlich der Vertrag von La Rochelle, wo sich Deutschland verpflichtet hat, das zu machen, was die Franzosen und die Österreicher bereits gemacht haben bis zur Grenze. Die haben ihre Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgebaut. Nur das deutsche Stück fehlt. Herr Gruber, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob der Bahnhof in Stuttgart sinnvoll ist oder nicht, und Sie sagen vehement, jawohl, das muss man machen. Gibt es einfach zwei persönliche Meinung, ist klar, gibt es zwei Grenzen für solche Projekte? Das eine ist, wenn sie unbezahlbar werden. Und das andere ist, wenn sozusagen das Image, die Glaubwürdigkeit dieses Projektes so leidet, dass es im Grunde mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Ja. Das könnte hier bei Stuttgart 21 noch der Fall werden. Wir sind jetzt schon, Sie haben es ja vorhin geschildert, Sie haben 3 Milliarden vorgefunden als Kosten. Sie haben nachrechnen lassen, dann waren Sie bei 4,5 und jetzt nähern wir uns so langsam den 6 Milliarden, 5,6, sagen wir mal, runden wir mal großzügig auf 6 Milliarden. Können wir uns denn wirklich darauf verlassen? Diese Sendungen, die werden ja alle archiviert, die kann man in 20 Jahren noch nachschauen. Können wir uns darauf verlassen, dass wir nicht in 3 Jahren über 8 Milliarden reden und in 5 Jahren über 10 Milliarden? Weil dann wird das Ganze desaströs.
Herr Beise, diese Filmsendung können Sie auch nach 20 Jahren, auch nach 10 Jahren wieder rausholen, weil Sie mich noch nie erlebt haben, dass ich gesagt habe, und exakt das ist die Größe, ja, für das Projekt. Sie können heute, wenn Sie Infrastrukturprojekte realisieren, nicht exakt auf 10 Jahre im Voraus den Preis sagen. Wissen Sie warum? Ganz einfache Dinge. Erstens, Sie gehen immer in den Boden. Sie wissen gar nicht, was im Boden in ein paar hundert Meter Tiefe vorzufinden ist. Zweitens, kein Bauunternehmer macht heute mit Ihnen festgelegte Stahlpreise oder Zementpreise. Das sind alles Dinge, die sind in der Bewegung. Und deshalb sage ich Ihnen, die Größenordnung, die muss stimmen. Aber auf Heller und Pfennig können Sie ein Projekt auf 10 Jahre voraussehen. Und da sage ich auch, das halte ich für eine sehr gefährliche Diskussion. Denn wenn wir die Diskussion verfolgen, die Sie gerade angeschnitten haben, dann sage ich Ihnen ganz offen, werden wir in Deutschland kein einziges Infrastrukturprojekt mehr realisieren. Und jetzt muss man sich auch mal sagen, warum sind wir denn zum Beispiel so gut durch die Weltwirtschaftskrise gekommen? Spielen viele Gründe eine Rolle. Ich in meinem kurzen Leben war ungefähr an 30 bis 50 Standortentscheidungen für Fabriken mitbeteiligt. Wissen Sie, was immer entscheidend ist? Energieinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur und Schulen. Das ist immer der Standortfaktor, wenn man heute irgendwo eine Fabrik bauen will. Und da sage ich Ihnen ganz offen, was haben wir Deutsche denn? Wir haben ein fantastisches duales Ausbildungssystem. Wir haben tolle Mitarbeiter, die hochqualifiziert sind. Wir haben innovative Menschen. Wir haben einen tollen Mittelstand. Wir haben eine gute Relation zwischen, ich sag mal, Produktion und Dienstleistung. Alles in Ordnung. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist unsere Infrastruktur. Und das darf ich auch nochmal sagen, das ist einmalig in Deutschland und in Europa generell, aber Deutschland ist ja schon eine tolle Ausnahme, eine Planungs- und Investitionssicherheit. Ich habe Fabriken in China gebaut. Da kann ich Ihnen Geschichten erzählen, das ist in Deutschland unvorstellbar. Und dieses Gut, das dürfen wir uns auf keinen Fall nehmen lassen. Denn schauen Sie sich mal die DAX-Unternehmen an. Es gibt nicht mal ein DAX-Unternehmen in Deutschland, wo nicht mehr als 50% von ausländischen Investoren kommen. Und die kommen unter anderem nach Deutschland, weil Deutschland eine Planungs- und Investitionssicherheit hat. Wenn ich noch einen Satz sagen darf. Wenn wir, und da bin ich persönlich ganz Ihrer Meinung, wenn wir wirklich Großprojekte auch in Deutschland in Zukunft brauchen, wenn dieses Land wettbewerbsfähig sein will, dann brauchen wir eine Glaubwürdigkeit für diese Projekte. Und wenn es grundsätzlich so ist, dass alle Großprojekte ein zum Teil Vielfaches am Ende von dem verschlungen haben, auch an Steuergeldern, als am Anfang projiziert worden ist, dann werden wir überhaupt keine Großprojekte mehr haben. Wir müssen es irgendwie erreichen, dass diese Projekte wirklich vernünftig planbar sind und dann 10% teurer werden können, aber doch nicht 100% oder 200%. Aber da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Nur, das ist kein Phänomen Deutschlands. Dann lassen Sie uns doch mal einmal in die Schweiz gehen. Da ist gerade der Gotthardtunnel. Wissen Sie, wie viel der Gotthardtunnel schon teurer geworden ist? 5 Milliarden. 5 Milliarden. Ja, also ich will damit sagen, wir Deutschen haben auch eine Angewohnheit, dass wir alles selbst kaputt reden und uns anschließend wundern, wenn dann solche Themen wie Glaubwürdigkeit sind. Man muss doch auf der anderen Seite mal die Tausenden von Infrastrukturprojekten sehen. Ich habe Ihnen ja mal unsere allein erzählt. Wir allein machen 2882 Infrastrukturprojekte. Wir reden jetzt über Stuttgart. Sicherlich gibt es auch noch ein paar andere Themen, die bei uns auch noch besser laufen können, gar keine Frage. Aber es gibt doch ganz, ganz viele tolle Projekte. Sagen Sie mal eins, was besser laufen kann. Was besser laufen könnte? Weil Sie jetzt alles immer so verteidigt haben, was so gut läuft. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, manches könnte besser laufen. Was könnte besser laufen? Noch besser laufen? Selbstkritisch. Ach, selbstkritisch, ja. Zum Beispiel nehmen Sie der Berliner Bahnhof. Das war ja, als er gebaut worden ist in 2006, hat es ja auch Abstriche gegeben. Ja? Oder was könnte besser laufen? Rheintal zum Beispiel. Sie wissen, wir wollen ja durch Offenburg durch. Dort ist aber die Bevölkerung der Meinung, zumindest hat es 172.000 Unterschriften gegeben, man möchte einen Tunnel bauen. Das dauert natürlich alles lange. Aber ich bin der Meinung, wir können heute die öffentliche Meinung nicht einfach beiseite schieben. Wir müssen die öffentliche Meinung berücksichtigen. Und dann sage ich auch ganz offen, dann müssen wir das Geld auch in die Hand nehmen und müssen es auch ehrlich auf den Tisch legen und sagen, okay, wenn wir die Meinung stärker berücksichtigen, brauchen wir die Zeit und mehr Zeit kostet auch eben etwas mehr. Das müssen wir der Bevölkerung viel ehrlicher sagen. Und deshalb wird es auch mit mir keine Zeit geben. Ich werde in Zukunft ganz stark darauf achten, meine Kollegen genauso, dass wir eher den Puffer etwas größer machen als zu klein. Und nicht nach dem Motto, machen wir am Anfang mal die Kosten gering, damit das Projekt seine Finanzierung findet und nachher kommen wir mit der großen Überraschung. Den Quatsch mache ich nicht mehr mit. Das ist ein Mann. Ein Mann der überzeugenden, aber auch ziemlich langen Antworten. Wir kommen mit unseren Themen nicht durch. Sollen wir jetzt noch mal über das Thema Schiene abtrennen von
der Deutschen Bahn reden? Aber ich glaube, wir müssen. Ne? Ich schon auch über den Mensch Grube gerne. Ja, eben, das wollen wir ja auch noch. Genau. Was möchtest du? Ganz kurz, es geht mit ihm nicht. Ja. Doch, wir versuchen das jetzt. Wir müssen zumindest mal adressieren, dass ja die Europäische Union, der Kommissar, der Verkehrskommissar möchte ja unbedingt, aber nicht nur er, sondern auch in Deutschland die Opposition, FDP, Grüne, auch Verbrauchervertreter, die möchten ja gerne, dass die Deutsche Bahn endlich das Schienennetz, DB-Netz, abtrennt. Mhm. Sie sind natürlich total dagegen. Sagen Sie uns das wichtigste Argument. Ja, das wichtigste Argument ist, dass die Pünktlichkeit und die Sicherheit sind das größte Gut der Eisenbahn. Und das können Sie nur mit der Qualität abliefern, wenn Sie sowohl die Schieneninfrastruktur als auch das bewegende Material gemeinsam an einem gemeinsamen runden Tisch organisieren. Wenn Sie zum Beispiel Wintertage haben, jetzt im Dezember, dann sitzen wir gemeinsam an einem Tisch und versuchen, die beste Lösung zu machen. Das ist alles nicht mehr möglich. Und ich komme gerade aus Japan. In Japan gibt es ein integriertes System. In der Schweiz gibt es ein integriertes System. Wenn heute Menschen zu uns kommen, ja, pünktlicher werden, dann werden meistens diese beiden Beispiele genannt. Man vergisst aber völlig, dass das zwei integrierte Systeme sind. In der Schweiz und in Japan lacht man sich über die europäische Diskussion kaputt. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich warne davor, ein funktionierendes Geschäftssystem, ein funktionierendes Eisenbahnsystem dem Abenteuer zu überlassen. Denn in Frankreich hat man das gemacht. Darf ich das noch kurz so sagen? Nein, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. In Frankreich hat man die Trennung, vollzogen vor ein paar Jahren. Und der jetzige Verkehrsminister Cuvelier und Hollande führen das gerade wieder zusammen. Obwohl die EU was völlig anderes will. In England hat man es vor Jahren gemacht. Die Engländer, gibt es einen McNulty-Report, die würden es lieber heute als morgen wieder zusammenführen. Genau wie in der Energiewirtschaft. Heute ist man sehr viel klüger. Einer der ganz großen Fehler in Deutschland war, das Netz und den Betrieb, die Produktion von Energie zu trennen. Und deshalb warne ich nur davor, das in Deutschland mit der Eisenbahn zu machen. Und deshalb werden Sie mich dort auch als Kämpfer erleben, weil ich diesen Quatsch nicht mitmache. Sind Sie mit Herrn Ramsauer, der sagt, die Bundesnetzagentur soll einfach kontrollieren, dass Sie Ihren Mitbewerbern, die privaten Anbieter, dass Sie denen Ihre Trassen nicht zu teuer verkaufen? Wir haben heute nicht umsonst in Deutschland 370 Wettbewerber. Nicht, weil wir hier Diskriminierung betreiben. Nein, weil Deutschland ist für Wettbewerb ein Eldorado. Es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo es so viele Wettbewerber auf der Schiene gibt. Selbst wenn ich alle Wettbewerber in Europa aufaddiere, komme ich nicht auf die Zahl von 370. Also ich glaube, dafür gibt es eine Antwort. Nämlich in Deutschland findet wirklich Wettbewerb statt. Gehen Sie mal in andere europäische Länder. Gehen Sie nach in die Schweiz, gehen Sie nach Italien, gehen Sie nach Frankreich, gehen Sie nach Spanien. Haben Sie da Wettbewerb gesehen? Nein. England, Skandinavien und Deutschland sind die drei Musterländle, wenn es um Wettbewerb geht. Und da sage ich, da soll die EU erstmal darauf achten, dass sie das umsetzt, was sie per Gesetz schon lange beschlossen hat. Ich sage immer, 20% ist Gesetz und Papier und Strategie, 80% ist Umsetzung. In der Umsetzung habe das kräftig. Der Mensch. Der Mensch. Wenn man nach einer Dreiviertelstunde, die wir schon geredet haben, Herr Grube, die Zeit vergeht rasend schnell, eine erste Zwischenbilanz ziehe, sage ich, man merkt total, wie Sie mit Ihrem Thema leben. Ich weiß nicht, ob das immer schon in Ihrem Leben so war, aber die Bahn, die leben Sie aus allen Poren. Und das passt zu dem, was man über Sie liest, dass Sie erstens von morgens früh bis abends spät arbeiten. Okay, das ist üblich in Ihrem Job, dafür verdienen Sie auch viel Geld. Auch, ja. Aber dass Sie auch wirklich sehr detailliert reingehen, dass Sie in Ausschusssitzungen sind. Sie haben, glaube ich, jetzt gesagt, Sie wollen in Zukunft 50% Ihrer Arbeitszeit bei Ihren Mitarbeitern in den Regionen verbringen. Angeblich rufen Sie jeden Tag frisch ausgesucht sozusagen mehrere unzufriedene Kunden zurück persönlich und fragen, warum haben Sie sich eigentlich bei der Bahn beschwert? Gleichzeitig machen Sie noch viele andere Sachen. Sie wollen jetzt sogar noch in den Verwaltungsrat von ERDS gehen und die ERDS kontrollieren. Wie schaffen Sie das alles? Nein, zunächst, ich habe das nicht vor, sondern ich mache das seit gut einem Jahr, dass ich 50% meiner Zeit mit Mitarbeitern in der Region verbringe, weil erstens lehne ich jetzt ab, dass Mitarbeiter zu mir kommen, ich gehe zu den Mitarbeitern. Zweitens, ich habe einen guten Bekannten, der für mich auch immer ein Vorbild war in der deutschen Industrie, ist Herr Weber, Jürgen Weber von der Lufthansa. Herr Weber hat ja in den 80er Jahren, als er damals von Herrn Runau das Geschäft übernommen hat, auch einen Kulturwandel eingeleitet bei der Lufthansa. Und ich habe Herrn Weber gefragt, wie er das damals gemacht hat. Da hat er gesagt, da kannst du lange rumdoktern, es hilft nur eins. Ärmel hochkrempeln, selbst in die Region. Du musst 50% deiner Zeit mit Mitarbeitern und Führungskräften investieren. Und das habe ich nachgemacht und stelle fest, dass es hervorragend ankommt. Die Mitarbeiter empfinden das als Wertschätzung, als Respekt.
Das ist ein großes Thema. Bei dem Telefonieren, wissen Sie, wenn Sie so ein großes Schiff steuern wie ich, dann dauern Entscheidungen, bis die unten ankommen, unheimlich lang. Und deshalb greife ich manchmal selbst zum Hörer und sage, pass mal auf, mit dem Kunden kann auch ich telefonieren. Nun kriege ich aber, ich sage mal, jeden Tag über 1000 E-Mails, Briefe etc. Das kann ich natürlich nicht selbst machen. Aber ich habe gesagt, ich möchte auch mal den Ton des Kunden selbst wahrnehmen und nehme, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, zwischen 5 und 10 Briefe ziehe ich mir willkürlich aus dem dicken Haufen und rufe dann einfach an. Lass mich auch nicht durchstellen, sondern rufe wirklich an. Und dann erleben Sie natürlich so nette Beispiele wie, ich habe Heidi Kump zum Beispiel mal einen Brief gehabt, da habe ich dort angerufen, habe natürlich tierisch toll gefunden, dass ich mal eine Chance hatte, mit Heidi zu telefonieren. Es war allerdings ihr Vater am Telefon. Und dann sagte er zu mir, Herr Gube, das ist die größte Marketingnummer, eine riesige Schweinerei, dass jetzt die Bahn schon den Vorstandsvorsitzenden dubelt. Dann habe ich gesagt, na, ich bin das wirklich. Nach einem gewissen Austausch hat er das dann geglaubt. Und dann war aber sein Thema überhaupt ganz unwichtig. Dann war mehr das Thema, ob ich seine Fernsehsendung sponsor. So, solche Erlebnisse hat man auch. Aber was ich feststelle, Spaß beiseite, dass Respekt, Wertschätzung und einfach mal zuhören sind ganz, ganz wichtige Führungselemente, die man heute, da muss man nicht überreden, die muss man persönlich praktizieren. Kann das aber sein, dass Sie nicht Nein sagen können? Jetzt kommt, wie gesagt, mein letzter Punkt. Jetzt kommt noch die Kanzlerin und sagt, mit dem Grube kann ich so gut. Das ist so ein Mensch, der alle Probleme aus dem Weg schafft. Wir haben ein Problem mit EADS, das muss neu aufgestellt werden, europaweit, der Luft- und Raumfahrtkonzern. Ja. Da muss der Grube in den Aufsichtsrat und das managen. Irgendwann müssen Sie mal Nein sagen. Herr Beise, natürlich fühlt man sich zunächst geehrt, wenn man für so eine Aufgabe angesprochen wird. Zweitens habe ich ja lange genug die EADS, ich habe die EADS 1997 mitgegründet und habe das teilweise sogar am Anfang sozusagen total verschwiegen gemacht, habe die EADS selbst als Chairman geführt, habe die Corporate Governance damals verändert, übrigens mit Jens Weidmann, dem heutigen Bundesbankpräsidenten. Dann hat man dort auch natürlich ein Herz. Aber Sie werden sich vielleicht nicht wundern, wenn man mal so über Weihnachten ein bisschen schlafen kann, auch mal ein bisschen wieder regenerieren kann, dann denkt man auch über ein paar Dinge nach. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich meine Arbeit voll der Bahn zur Verfügung stelle, den Mitarbeitern, den Führungskräften, und dass ich für andere Aufgaben nicht zur Verfügung stehe. Ich werde die Aufgabe bei der EADS nicht annehmen. Ah, das ist eine Neuigkeit. Okay, vielen Dank für diese Information. Wenn Sie über Weihnachten in sich gegangen sind und endlich mal schlafen konnten, dann liegt das nahe, dass Sie sonst sehr wenig schlafen. Man sagt, dass Sie um 7 Uhr im Büro sind und nicht vor Mitternacht zumindest aufhören zu arbeiten. Das muss ja nicht unbedingt im Büro sein. Ist da was dran? Und morgens um 5 sind Sie dann noch im Tiergarten joggen? Ja, das Laufen ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Das ist für mich, ich sag mal, Laufen ist für mich wie Zähneputzen. Da strukturiere ich mich, da finde ich Kraft, da sortiere ich mich. Ich muss allerdings sagen, ich habe einen Grundsatz, wenn ich weniger als 5 Stunden Schlaf habe, dann schlafe ich lieber eine halbe Stunde oder Stunde länger, bevor ich laufe. Aber am Wochenende Halbmarathon ist für mich ein Muss. Aber dann fühle ich mich auch richtig toll und da muss ich sagen, ja, Arbeit, wissen Sie, das ist nicht bei mir, das ist bei allen heute so. Wer heute ein großes Unternehmen führt, muss heute arbeiten. 100% Einsatz ist heute gefragt. Aber ich sage so sogar ein bisschen 7 mehr. 7 bis 0 Uhr ist schon realistisch. Also 7 bis 0 Uhr, das ist mehr als es ist, ja. Eine Ehe hält das nicht aus. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Das ist schwierig. Mit Sicherheit bin ich kein gutes Vorbild, was die Balance zwischen Arbeit und Freizeit betrifft. Ich versuche mich zunehmend auch zu disziplinieren, dass ich zumindest am Wochenende mal einen Tag habe, wo ich nicht die Pilotenkoffer mit Post ein- und auspacke und bearbeite. Aber ich sage Ihnen ganz offen, ich stehe auch dazu. Ich möchte meine Aufgabe auch gut machen. Und wenn Sie die Aufgabe gut machen wollen, müssen Sie auch Zeit investieren. Und ohne Zeit geht das nicht. Ich bin vielleicht auch kein Naturtalent, muss ich auch dazu sagen. Ich bin ein ganz, Sie kennen meinen Lebenslauf, ich bin ein Kind des zweiten Bildungsweges. Ich musste immer arbeiten. Mir ist nie automatisch was zugeflogen. Deshalb sage ich einfach, mir macht das Spaß. Ich freue mich ungemein darüber, dass unsere Mitarbeiter so toll mitmachen, unsere Führungskräfte. Wir haben eine neue Strategie erarbeitet mit über 15.000 Mitarbeitern. Das ist eine Genugtuung, muss ich sagen, dass macht mir wirklich Spaß. Und ich möchte auch ganz offen gesagt, ich bin nun auch nicht mehr der ganz Junge, ich möchte auch mit dem Thema Bahn auch ein bisschen unser Gesellenstück abgeben. Und das ist nicht nur für mich, das ist auch ein bisschen für unseren Vorstand.
Ein bisschen sind Sie jetzt auch in den bunten Gazetten gelandet zum Schluss, weil Sie ja nun immerhin mit einer Prominenten, mit der Sterneköchin Cornelia Poletto zusammen sind. Das ist auch eine neue Erfahrung. Herr Weise, da gibt es eine Antwort. Dienst ist Dienst, Beruf ist Beruf. Und privat ist privat. Mitarbeiterzufriedenheit, vielleicht kann ich da gut ablenken. Mitarbeiterzufriedenheit ist für Sie ja riesig. Sie möchten gerne der beliebteste Arbeitgeber, zu den 10 beliebtesten wollen Sie zumindest gehören in Deutschland bis 2020, haben eine riesen Mitarbeiterbefragung im vergangenen Jahr aufgesetzt. So gut wie alle 300.000 wollten Sie erreichen, haben 61%, glaube ich, 64 sogar erreicht. Sollte jetzt in der nächsten Zeit veröffentlicht werden, das Ergebnis. Können Sie schon was rauslassen? Nein, ich kenne die Ergebnisse selbst noch nicht. Wir werden uns im Vorstand jetzt in der ersten Vorstandssitzung im Januar damit beschäftigen. Aber ich sage Ihnen eins, das Ergebnis ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich weiß, das Ergebnis kann noch gar nicht gut sein. Dafür ist die Vergangenheit auch zu bewegt gewesen. Sie kennen die Themen Datenaffäre und. Was für mich jetzt wichtig war, dass wir eine hohe Beteiligung haben. Und Fachleute sagten mir, bei einer Erstbefragung geht man von einer Beteiligung von ca. 35-40% aus. Das sind Benchmarkwerte. Wir haben jetzt 64,4% geschafft. Das ist für mich zunächst mal ein sehr schönes Ergebnis. Das zeigt nämlich, dass die 300.000 Mitarbeiter, übrigens in 38 Ländern haben wir abgefragt, haben sich mit 64,4% beteiligt. Das ist das, was mich zunächst mal mutig stimmt. Die Ergebnisse werden noch nicht gut sein. Das ist meine Unterstellung. Wenn ich kurz sagen darf, ich glaube, vor 3 Jahren gab es eine Umfrage, die war wesentlich weniger. Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, 2001. Da hat der Vorstand aber gar nicht die Ergebnisse bekannt gegeben, weil sie offensichtlich so grottenschlecht waren. Und das ist natürlich eine große Enttäuschung bei den Mitarbeitern gewesen, weil man gesagt hat, die Ergebnisse werden bekannt gegeben. Weil sie so schlecht waren, hat man sie nicht bekannt gegeben. Und es war eine schlechte Beteiligung auch. So, das dürfen wir auf keinen Fall wiederholen. Aber jetzt noch, was für mich viel wichtiger ist, wissen Sie, dass wir jetzt, nachdem alle Führungskräfte ihre Ergebnisse haben, wir jetzt Workshops machen mit den Mitarbeitern. Und zwar jede Führungskraft muss mit den Mitarbeitern jetzt Workshops machen bis zum Sommer und sagen, das sind unsere Ergebnisse, runtergebrochen bis zur Abteilung, aber in einer Größenordnung, dass es immer anonym bleibt. Und das sind allein in Deutschland 7.000 Workshops, die wir jetzt durchführen bis zum Juni. Im Juni werden die ganzen Ergebnisse, die Maßnahmen wieder zusammengetragen. Und im zweiten Halbjahr machen wir dann wieder Mitarbeiterveranstaltungen, wo wir mit den Mitarbeitern die Gesamtergebnisse besprechen. Das ist ein Prozess, den wir jetzt wirklich über eine lange Phase betreiben. Und so wollen wir versuchen, die Mitarbeiter wieder dort von der Motivation und Zufriedenheit hinzubekommen, wo wir sie hinmachen. Denn wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wir brauchen zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden bekommen wir nur, wenn wir zufriedene Mitarbeiter haben. Unsere Mitarbeiter sind unser A und O. Und da haben wir noch viel, viel Themen und Arbeit vor uns. Ich würde gerne, Nina, trotz der fortgeschrittenen Zeit noch mal kurz zurückgucken, weil Sie jetzt mehrfach gesagt haben, wir müssen es besser machen als früher. Und früher hatten wir ja viele Probleme. Und da muss man jetzt sagen, dass bis Sie gekommen sind, die Bahn irgendwie so das Unternehmen für Pleiten, Pech und Pannen waren und auch mit schlechtem Betriebsklima, wie Sie gesagt haben. Und dann sind Sie da eingestiegen und haben ja in kurzer Zeit im Grunde das alles umgedreht. Sie haben den ganzen Vorstand mehr oder weniger entlassen, also umgebaut, sagen wir mal so. Sie haben die Geschäftsführung hier in Berlin, ja, S-Bahn Berlin ist ja ein bundesweit bekanntes Thema, ausgetauscht. Sie haben eigentlich Tabula Rasa gemacht, sehr schnell. Haben Sie zurückgenommen. Börsengang zurückgenommen. Es war ja Personalabbaustrategie. Sie haben 10.000 bis 2013 dazu und so weiter. Es ist ja ein riesen Misstrauensvotum gegenüber allem, was vorher war, auch gegenüber dem vorigen Management. Und trotzdem habe ich gelesen, dass Sie mit Ihrem Vorgänger, Herrn Medorn, persönlich befreundet sind. Wie passt das zusammen? Absolut. Also erstens bin ich kein Mensch, der über vergangenes Management urteilt. Erstens war ich nicht dabei, zweitens steht mir das nicht zu und drittens im Nachhinein etwas zu kritisieren, ist sehr einfach. Ich möchte auch nicht, wenn ich mal irgendwann die Verantwortung abgebe in die nächsten Hände, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger dann alles besser weiß in der Zeit, in der ich. Das ist vielleicht am Anfang ganz schick, weil es lenkt ein bisschen von den eigenen Themen ab, aber das mache ich nicht. Deshalb sage ich nach vorne, nicht nach hinten gucken, nach vorne. Und ich bin auch ein Mensch, ich nehme von Anfang an selbst die Verantwortung. Aber warum habe ich Tabula Rasa gemacht? Ganz einfach, weil ich eins gelernt habe. Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit und nochmal Glaubwürdigkeit. Nettes kleines Erlebnis. Als ich erfuhr, dass ich die Aufgabe übernehme, 4 Wochen vorher, vor dem 1. Mai, habe ich zu meiner Sekretärin in Stuttgart bei Daimler gesagt, ich möchte mal selbst mit dem Auto zum Hauptbahnhof fahren, mir selbst eine Fahrkarte kaufen und dann mit dem Zug zu meinen neuen Kollegen fahren.
Das habe ich gemacht, den Parkplatz habe ich gefunden, am Automatenschalter bin ich gescheitert. Dann bin ich ins Ticket, in Kundenzentrum gegangen. Da muss ich mich anstellen, das verlernt man auch als Vorstand. Dann habe ich mich fleißig angestellt, dann habe ich meine Plastikkarte gezogen, dann merkte ich, ich brauche Kleingeld. Und dann fing ich an und sagte, gab eine kleine Karte. Und dann guckte sie und sagte, ja, ich bin's. Das hat er sich offensichtlich rumgesprochen. Und dann meinte ich, ich müsste über die Datenaffäre reden, weil das ja der Grund war, warum ich überhaupt zur Bahn gekommen bin. Wissen Sie, was die junge Dame, die junge Kollegin zu mir gesagt hat? Herr Gube, ihr da oben habt uns die Suppe eingebrockt und ihr löffelt die auch selbst wieder aus. Und als ich dann wegging, rief sie hinterher. Und Herr Gube, vergessen Sie nicht, damals waren wir noch 242.000 Mitarbeiter. 242.000 Mitarbeiter gucken jeden Tag hin, ob sie genauso ein Schnacker sind wie ihre Vorgänger. Wenn Sie sowas serviert bekommen, dann denken Sie schon drüber nach, wie Sie so ein Thema. Und dann habe ich relativ schnell, nachdem ich so viel Informationen hatte, gesagt, komm, es muss ein neues Team her, weil sonst nehmen mir die Mitarbeiter die Glaubwürdigkeit einfach nicht ab. Und deshalb haben wir fair, aber klaren Tisch gemacht. Und das war auch richtig so. Es gibt so viele Themen, über die wir noch gerne mit Ihnen reden würden, zum Beispiel die Erfolgsabhängigkeit des Einkommens der Vorstände, dass sie nämlich von der Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit abhängig bezahlt werden, wie er überhaupt in diese Riesenkarriere gekommen ist, als einer, der noch nicht mal Realschulabschluss machen sollte und Obstbauern als Eltern hat und. Aber wir müssen die letzte Frage stellen. Die letzte Frage machen wir wie immer, oder? Ja. Wir stellen Ihnen drei Alternativen zur Auswahl. Sie dürfen nur eine wählen, sozusagen die eine Sache, die Sie auf die einsame Insel mitnehmen. Wenn Sie von drei Dingen, die wir Ihnen wählen, nur eine umgesetzt bekommen könnten, was könnte das sein? Erstens, Siemens und Bombardier liefern in Zukunft alle Züge pünktlich. Oder das Eisenbahnbundesamt wird immer schnell und sehr effizient genehmigen. Oder wir kriegen endlich doch den Transrapid noch nach Deutschland, der in China so schön fährt. Also Siemens und Bombardier pünktlich die Züge liefern. Das ist Ihnen das Wichtigste. Ja. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Ich glaube, woanders gehört er im Augenblick nicht hin. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir haben wahnsinnig hier mitgenommen. Vielen Dank. Danke. Danke. Ihnen auch danke fürs Zuschauen, liebe Gäste zu Hause. Wir hoffen, dass wir